Hallo, hallo, wir befinden uns in den heiligen Hallen der offenen Bühne im Foyer des MKC. Heute ohne Bühne, noch ohne Bühne, aber dafür mit der Katrin Bomberg, die ja die Initiatorin eigentlich der ganzen Geschichte ist. Das darf man jetzt hierbei nicht vergessen, deswegen sind wir hier. Und ich möchte gerne wissen, wo kam eigentlich mal, ich bin ja sozusagen das Gesicht und die Logistik macht, ne, der offenen Bühne, aber Katrin ist ja die das Bauchgefühl und die Idee hatte dazu. Wo kam die Idee her, so eine offene Bühne in Templin nochmal ins Leben zu rufen? Ja, Maria, erstmal an dieser Stelle ganz lieben Dank an dich, denn ich bin vielleicht die Initiatorin, aber du bist auch diejenige, die das hier sozusagen so wunderbar umgesetzt hat und so wunderbar entwickelt hat. Und ja, ohne dich wäre es auch nicht gegangen. Ganz, ganz vielen Dank. Das ja. Ist ein großer Händchen. Ja. So, aber jetzt mal zur Geschichte. Also 2016 haben wir umgebaut. Da war das MKC zu. Wir waren aber trotzdem in der Stadt, haben hier unser Büro gehabt und waren ja auch mit einigen Open-Air-Veranstaltungen unterwegs und vor allen Dingen auch mit dem mobilen Kino. Und ich war natürlich öfter in der Stadt unterwegs und immer wieder wurde ich angesprochen, wann macht das multikulturelle Zentrum wieder auf, sodass ich auch wirklich das Gefühl hatte, toll, die Leute vermissen wirklich diesen Ort, an dem sie sich, an dem sie bestimmte Kulturangebote haben, an dem sie sich aber auch einfach treffen können. Und das waren auch ganz intensive Empfindungen bei den ersten Veranstaltungen, die wir gemacht haben, wie die Leute hier zusammenkommen. Es gibt ja nur einmal in Templin diesen Ort, gut, die Kirche gibt es noch, aber es ist ja doch was sehr Wertvolles, Orte wie das MKC zu haben, wo sich Öffentlichkeit finden kann, wo sich Menschen zusammenfinden können in wirklich größeren Gruppen. Ja, was heute, glaube ich, ganz besonders wichtig ist, wo die Leute immer mehr vereinzelt werden durch die moderne Lebensweise und durch das Digitale umso mehr, ja. Und es ist umso wertvoller. Und ich hatte von Anfang an das Gefühl, neben dem Angebot, was sowieso schon da ist, muss ich genau diesen Aspekt, dass es sozusagen ein Format gibt, wo die Leute sich noch mal mehr sozusagen gesellig zusammenfinden können, wo noch mehr Kommunikation möglich ist, das muss ich unbedingt auf den Weg bringen. Und ich hatte also von vornherein die Idee, sowas hier zu machen, eine offene Bühne zu machen und habe schon 2017 einen ersten Anlauf gemacht. Das hat aber nicht gleich geklappt und dann habe ich Gott sei Dank dich gefunden. Schön. Ist es denn sozusagen so, wie du dir das vorgestellt hast? Ist es von der Bandbreite die offene Bühne, die du dir wünschst oder gibt es noch, nee, erstmal kein Oder. Ist es dort, wo du dir das so hingewünscht hast? Ja. Und noch dazu kann man ja auch sagen, wir sind ja schon ein Ort, an dem es schon seit vielen, vielen Jahren ambitionierte Konzertprojekte gibt, gute handgemachte Musik hat ja schon sehr, sehr lange hier ihren Ort und insofern hatte ich natürlich auch schon viele Kontakte auch zu Musikern in der Region und das aber sozusagen nochmal stärker zusammenzubringen, war eben auch wirklich ein Wunsch und Ziel dieses Projektes und also ich bin mehr als überrascht. Also wie gesagt, ich kenne ja auch schon viele und aber was man auch durch so ein Projekt erreichen kann und wie man dann auch nochmal größere Kreise ziehen kann und wirklich immer viele neue Leute noch begeistern kann. Und ich bin ganz sicher, dass wir durch dieses Projekt auch die Musikszene in der Region wieder befördern, weil wir die Leute zusammenbringen, weil wir neue Projekte letztendlich möglich machen, ja, und die Leute mehr vernetzen. Also ich bin sehr zufrieden. Schön. Das ist ja wirklich die Grundidee gewesen, mit der Katrin auf mich ganz am Anfang zugetreten ist eigentlich, ne? Dass man wirklich diese Plattform schafft, wo junge, also Laien bis Profi, jung bis alt, wirklich alle da sind und auch einfach nur Musikinteressierte oder Poesieinteressierte, einfach kulturinteressierte Leute, eine Plattform zu haben, wo man sich treffen kann. Und das habe ich auch das Gefühl, ich wusste es ja auch von Anfang an nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, ne? Wie groß ist der Kreis überhaupt? Ja. Wie ist das Feedback? Will das jemand? Will das gar keiner? Ist das nach 3 Monaten wieder vorbei, der große Hype? Ja, genau. Weiß man ja alles nicht, ne? Und das haben wir ausprobiert und ich finde es auch ganz toll. Also ich habe dieses, nicht nur dieses Baby, sondern auch dieses Baby gerne von Anfang mit auf den Weg geschoben. Das ist ein guter Stichpunkt. Wir machen eine Pause, nicht nur deswegen, auch weil einfach Sommer ist und die Leute gerne am See sind. Jetzt kommt am 4.5. sozusagen die erstmal letzte offene Bühne vor der Sommerpause. Und wir steigen wieder ein am 27. Dezember und sind dann erstmal wieder monatlich
hier in diesen heiligen Hallen. Hast du einen musikalischen Wunsch, den ich dir noch erfüllen kann? Also vielleicht nicht mehr jetzt, weil wir sind total voll für Mai, aber so in der nächsten Saison. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also ich habe schon, habe ein Herz für viele Musikrichtungen, gebe ich zu. Ich glaube, sonst könnte ich den Job hier auch nicht machen. Und wir haben auch für alle diejenigen, die dann ein bisschen auf dem Zug sind, wir haben bis dahin ja auch noch einiges musikalisch im Angebot. Zum Beispiel beim Stadtfest wird es auch wieder ganz toll. Zum Beispiel die Uckermark Blues Band wird auch auftreten. Ja. Und ja, also auch im Herbst gibt es einige ganz tolle Konzerte zu erleben. Ja, aber mal ganz persönlich nach meinem Geschmack gefragt. Also ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan von Hangmusik. Ich finde dieses Instrument fantastisch, weil es Klang und Rhythmus so wunderbar vereint. Und ja, vielleicht werde ich ja auch mal überrascht. Vielleicht ist ja jemand dabei, der das kann. Genau, in diesem Sinne. Sehr schön, dann sehen wir uns alle bitte, bitte am 4.5. Ich hoffe, wir sind alle mit dabei, ich auch. Ja. Ansonsten gäbe es eventuell eine Vertretung, falls ich schon einen kleinen neuen Erdenbürger in der Hand halte. Das wissen wir noch nicht. Wir sehen uns im Mai und auf jeden Fall ab Dezember wieder. Es war schön und ich freue mich auch selber, dass das hier alles so an der Stelle ist, wo wir es hinhaben wollten. Ja. Also Maria, nochmal, ich muss es nochmal unterstreichen, vielen lieben Dank für die ganz tolle Zusammenarbeit und ich freue mich, wenn es mit euch beiden dann oder mit euch dreien und vieren im Herbst weitergeht. Ne? Sehr schön. Dankeschön. Na prima. Ja, prima. Das war gut.